Und ein herzlich willkommen an alle Tryhard-T-Shirt-Träger und ein Fresher-Than-New-Tank-Top-kaufenden Abonnenten. Mein Name ist UX Charlie. Und ja, gleich am Anfang mal vom Video. Ich hatte euch ja damals gesagt, dass ihr mich alle adden könnt, ja, auf diesem Account hier, UX-Charlie. Und ich hätte damals allerdings niemals gedacht, dass ich dann im Endeffekt jetzt, glaube ich, über 100 Freundesanfragen bekommen habe. Und ihr dürft mich da jetzt auch nicht falsch verstehen, denn ich finde es unglaublich nice, dass ihr mal mit mir zocken wollt, ja. Und auch, dass es so viele sind, die mal mit mir zocken wollen. Allerdings war es jetzt schon des Öfteren so, dass mir Leute nachgejoint sind und nicht nur in Partys jetzt irgendwie so, das wäre ja in Ordnung, wenn wir gerade nicht spielen, aber auch in Private Lobbys irgendwie, wenn ich gescrimmt habe oder GB gespielt habe und sowas geht einfach gar nicht, Alter. Und es tut mir jetzt hier für viele sicherlich leid, weil die natürlich nicht betroffen sind, die das nahe gemacht haben. Aber ich habe jetzt ziemlich viele aus meiner PSN-Freundesliste wieder gelöscht. Ich werde mir allerdings noch einen neuen Account erstellen, wo ihr mich dann alle adden könnt und dann könnt ihr mir nachjoinen, wie ihr lustig seid, ja? Ich denke, beim nächsten Video werde ich den Account haben und dann werde ich den in die Beschreibung packen oder auch im Video erwähnen und dann könnt ihr mich da auch adden und da werde ich dann auch ab und zu mal online kommen und wirklich mit Abonnenten zocken. Dann lade ich alle ein, die gerade online sind so ungefähr und dann können wir mal alle zusammen zocken. Allerdings so, dann habe ich hier auf dem Account hier meine Ruhe, sag ich mal, ja? Weil sowas ist, um ehrlich zu sein, ziemlich lästig, wenn da Leute irgendwie in GB-Matches oder ganz normale Scrims oder sowas reinjoinen, ja? Ich habe da letztens mit Apo Oakley, falls ihr euch was sagt, gespielt und der hat sich derbe drüber abgefuckt, das glaubt ihr gar nicht, ja? Mich nervt das sowas natürlich auch, aber ich würde niemals irgendwelche Leute deswegen beleidigen oder was weiß ich, ja? Aber er ist voll durchgedreht, Alter. Aber ja, wie gesagt, los geht's mit dem Video jetzt hier. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich mal wieder Bibis Beauty Palace Kommentare kommentiere. Und weil ich dachte, es wird jetzt langsam langweilig, nehmen wir einfach mal Kommentare von Dagi. Ich denke mal, die Zuschauer werden ungefähr auf dem gleichen IQ Level sein. Wir gucken heute einfach mal ihren Channel-Trailer an. Nein, wir haben nur feucht. Wofür stehen die Sternchen? Keine Ahnung, mit Mrs. Bella oder so. Na, dann wollen wir mal. Ein Herz an den besten Spezialgast, den du jemals in dein Video mit reingenommen hast. Also, falls euch das nicht auffällt oder so, die macht das nur, damit diese Tussi, die sie da in dem Video, mit dem sie das Video macht, mehr Abos bekommt. Aber nein, die sind natürlich sicher voll gute Freunde, echt. Sicher. Auf. Hola. Nein, 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 so holst du mich nicht. So, nächstes Kommentar. Rickstar Beast? Digga, was machst du unter so Videos? Was suchen eigentlich Mädchen immer unter den Haaren? In Klammern beim Ohr. Ist dort irgendwas versteckt oder so? Die kämmen ihre Haare so an der Seite, oder? Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Aber bestimmt irgendwas mit den Haaren oder so. Zum Ach, keine Ahnung, Alter. Falls mich hier auch irgendwelche Mädchen abonniert haben, dann... Ach, gibt's eh nicht. Aber falls es welche geben würde, könnt ihr mal kommentieren, warum man so macht. Mia Ruppelt. Ruppelt? Digga, was ist das für ein Nachname? Digga! Nee. Ich habe gerade ohne Scheiß Digga gelesen. Dagi hat da Extensions. Also, ich bin ein Junge und ich weiß, dass das ganz sicher nicht Extensions heißt. Ich weiß, dass es irgendwas mit Haarverlängerung ist oder so, aber es heißt auf keinen Fall Extensions. Oh, wo seid ihr? Timis Lu. Ich hab... Was ist das denn für ein Vorname? Timis Lu. Ich habe dem Daumen ein Video nach oben gegeben. Was bekomme ich jetzt? Na, keinen besseren Vornamen. Milchbubi HD. Props an den Namen erstmal. Wieso nur 360p? Genau, Dagi. Warum nur 360p? Digga, warum schreit er so? Sarah S. in Klammern Sarahs Beauty Box. Props hier wieder an den Namen. Soll ich meinen Kanal auch umbenennen in Charlies Beauty Box? Schreibt es in die Kommentare. Bitte folgt mir auf Insta. Das ist also ihr Instagram-Name? Wow, das sieht echt gut gefotoshoppt aus von dir, Charlie. Wow. Wow. Ich folge dir gerne. Danke, Evie Gaming. Danke. Ja. Cooles Video, ich liebe deine Videos. Alter, wie viele Smileys sind das denn? Ich freue mich auf dein nächstes Video. Ja, weil er das ja auch, oder sie, keine Ahnung, sagen kann, weil durch ein YouTube-Video ansehen kann man das sagen, wie eine Person ist. Weil ich bin in echt eigentlich voll der Hurensohn. Und das zeige ich auch in meinen Videos. Alle Daumen hoch. Wow, alle Daumen hoch. Beide, oder was? Nice. Ah, jetzt kommt nochmal hier Daumenception, Alter. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 7, 4, 8, 5, 6, 9, 10 Daumen hat der Junge. Tschernobyl oder was? Oh, get fucking wrecked by the beast. Huch. Digga, wie schlecht sind die denn? What the fuck? Was sind das denn für Leute? Gegen was spiele ich hier? Oh nein. Oh, ich hätte mich fast selber getötet. Lotta Life. Hast du Extensions da? Als ob das Extension mit SCH ist. Ich google das jetzt. Digga, als ob das mit SCH. Ja, wusste ich's doch, Alter. Was hat Dagi denn bitte für Beauty-Abonnenten, wenn die nicht mal wissen, wie Extensions geschrieben wird? Huch, der lebt ja doch. Junge, bist du dumm? Ich bin doch ein Gegner, du Idiot. Alem Lancet. Oder so.
Du und Bella seht aus wie Zwillinge. Beide hübsch. Teresa Lucha. Digga, was sind das denn für Namen, bitte? Mein UX Charlie klingt ja schon mega scheiße, ne? Wer sich so nennt, größtes Opfer, EU. Aber Teresa Lucha? Danke, wofür bedankt er sich? Oder sie? Wofür bedankt sie sich? Dafür, dass sie 3 Cent an Klicks für Dagi gespendet hat, oder was? HDL. HDL, Alter. Du bist super. Ich würde mich mal freuen, wenn ich dich mal live... Live, alles klar. Live is live. Na, 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 na. Ich bin aber erst 11. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Also Leute, was lernen wir da raus? Bibi-Fans und Dagi-Fans sind ungefähr gleich alt. Alter, 11. Ah, voll. Ich hab auch Instagram. Instagram. Ja, habe ich auch. So, ich hoffe mal, wie immer, hat euch das Video gefallen und ich muss diese ganzen Kommentare jetzt erstmal wieder mit einer neuen Dose Effekt-Energy verarbeiten. Ja, und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Wenn ihr mehr von so Kommentaren sehen wollt, wie ich Kommentare kommentiere von anderen Leuten, die Kommentare kommentiere, dann wisst ihr, wie gesagt, was zu tun ist. Das habe ich ja gerade eben schon erzählt. Wie immer ist auch mein Instagram-Kanal. Digga, ich bin voll... Wie kann man auf Instagram kommen, Alter? Der ist auch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Also, falls ihr Instagram habt und mir noch nicht followt. Böse, böse Boys. Und ja, das war's von mir. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Instagram. Aber eine Frage noch, Dagi. Warum nur 360p?